Mein Opa hat mich damit beauftragt, im Sinne der Wissenschaft einen riesigen Dino-Park zu errichten. Die Forschungseinrichtung konnte ich bereits aufbauen und heute soll die erste Dino-Spezies ihr Zuhause in meinem Dino-Park finden. Zuvor geht es allerdings drunter und drüber, denn der Professor, der mir bei der Forschung helfen soll, erscheint nicht ganz auf die versprochene Art und Weise. Herzlich willkommen zurück bei der Forschungseinrichtung des zukünftigen Dino-Parks. Ich würde sagen, wir checken auf alle Fälle mal aus, ob wir schon einen neuen Funkspruch von Opa bekommen haben. Und siehe da, das Gerät blinkt. Schauen wir mal, ob Opa was gefunkt hat. Servus, Kroko. Ich melde mich mit weiteren Aufgaben und guten Nachrichten. Ich konnte neue Förderungen für unseren Dino-Park bekommen und schicke dir somit neue Rohstoffe. Der Professor Josef Jainrich wird sie dir bringen und dich fordern in Sachen Forschung tatkräftig unterstützen. Sieh zu, dass du ihm einen Schlafplatz bereitstellst. Oh, und noch eine Sache. Er ist nicht der beste Pilot, hat aber darauf bestanden, selbst zu fliegen. Also vielleicht baust du ihm eine bessere Landeplattform. Du hörst von mir. Dein Opa. Okay, wir kriegen Besuch. Das hört sich ganz fantastisch an, denn ein bisschen einsam war es mir hier schon, wenn wir ehrlich sind. Wir haben zwar viele Tiere hier um uns, aber so der ein oder andere Typ, mit dem wir quatschen können, das wäre schon nicht verkehrt. Er fliegt selber. Deswegen haben wir die Aufgabe, wir sollen hier irgendwie eine Landeplattform machen, weil das da scheint ihm wohl nicht zu reichen. Und einen Schlafplatz. Schlafplatz werde ich als allererstes erledigen, denke ich. Aber da kann ich so viel sagen, das wird nicht besser wie hier. Wir stellen hier einfach ein zweites Bett dazu. Fertig. Er kriegt eine Kiste, er kriegt ein Bett und gutes. Und ja, ich weiß, normalerweise habe ich keine weißen Betten, aber sind wir mal ehrlich, das passt doch hier schon irgendwie gut rein, oder? Wolle habe ich keine mehr fürs Bettchen. Habe ich noch eine Schere? Ich dachte, ich hätte eine Schere. Ne, ich habe die direkt umgeklatscht, glaube ich. So. Eisen hatte ich in den Ofen geschmissen. Jetzt haben wir eine Schere und können uns in Zukunft besseres Equipment machen. Wir brauchen so viel Eisen, dass wir dazu übergehen können, unsere Tools, die ja doch sehr gut sind, zu reparieren, ohne die Verzauberung zu verlieren. Und das wird bald nötig sein. Aber ein Amboss. Wir brauchen allerdings noch 3 Eisen, um allein genug Eisen für einen Amboss zu haben. Ich mache eine kleine Tour und hole Wolle. Weiß nicht, ob wir auch den einen oder anderen Baum noch fällen, aber ich glaube, Holz haben wir, glaube ich, genug oben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Der hat 3 Wolle gedroppt. Stark. So, die Nacht bricht da rein und ich habe 58 weiße Wolle abgestaubt. Das hört sich doch vernünftig an. Wir nehmen auf dem Rückweg nochmal mit, was wir kriegen können. Vielleicht schaffen wir den Stack. Easy. Bett wird aufgestellt. Damit ist die Aufgabe auch schon erledigt und wir haben dem Professor einen Schlafplatz gemacht. Natürlich kriegt er auch seine persönliche Kiste und wir legen uns schlafen. Widmen wir uns direkt der nächsten Aufgabe. Wir brauchen eine Helikopterlandeplattform, wahrscheinlich ein bisschen größer als die hier unten. Und ich würde sie irgendwo hier oben hin setzen, weil früher oder später haben wir hoffentlich auch mal einen eigenen Helikopter und können dann von hier aus sehr, sehr gut starten. Lasst mich mal von oben einen Blick drauf werfen. Ich finde die Ecke hier sehr, sehr gut geeignet. Ich meine, das Graue initiiert für mich, das zeigt für mich schon so ein bisschen Helikopterlandeplattform an, aber hier bauen wir eine hin, in einer gewissen angemessenen Größe, machen so ein schönes H rein und gut ist das einzige Problem, was ich gerade noch habe. Wir haben nicht genug Beton. Wir haben 16 Beton. Wir können noch Beton machen, allerdings fehlt uns wahrscheinlich Farbstoff, weil wir nicht allzu viele Knochen und Knochenmehl haben. Aber ich glaube, das reicht schon. Wir können auf alle Fälle daraus schon mal 56 weißes Betonpuder machen. Habe ich schon Wasser hier raufgeschleppt? Ich glaube nicht. Eimer haben wir auch noch keinen, also müssen wir unser Eisen nochmal opfern für 2 Eimer. Da ist ein Skelett, das würde ich mir jetzt auch schnell schnappen. Mit einem Schlag einfach. Wasser habe ich. Farbstoff habe ich wahrscheinlich genug. Und ich habe nochmal ein bisschen Sand und Kies besorgt. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Ich dachte mir, ich kann auch direkt hier meinen Beton herstellen. So, wieder ein bisschen über den Stack Beton. Ob das reicht, wird sich zeigen. Das ist die Plattform. Schaut sie euch an. Wir kommen hier etwas erhöht rauf und hier kann der Helikopter landen. Ich habe auch ein bisschen Geländer gemacht. Ganz wollte ich irgendwie nicht. Das sah nicht so ultra gut aus, aber im Großen und Ganzen so mag ich es. Bisschen Knöpfe rangemacht, um das Ganze technischer scheinen zu lassen. Hier nochmal meinen Gang in die Tiefe gelassen. Hier hole ich aktuell meine Rohstoffe immer wieder raus. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wir bauen hier einen Dino-Park. Und ein Park ist tendenziell immer etwas schön Angelegtes. Und das versuche ich jetzt hier auch. Im Moment noch einfache Herangehensweise, aber Stück für Stück werden wir immer mehr Details hier unterbringen, um das Ganze hübscher wirken zu lassen. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal angefangen mit den Hecken. Dann pflanzen wir da irgendwo noch hübsche Blumen rein und so weiter und so fort. Arbeiten an unseren Details, damit das Ganze hier wirklich
ein schöner Park wird, den man dann auch sehr gerne mal besucht. Ob der Park für Besucher ist, habe ich bei Opa noch nicht ganz rausgehört. In erster Linie geht es mal um Dino-Forschung. Schauen wir mal, ob das Ganze dann für Besucher eröffnet wird. Aber schön sein sollte es trotzdem, weil wenn man irgendwelche Forschungsgelder haben möchte etc., ist das sicher nicht verkehrt. Und ich sehe da unten gerade etwas, was ich haben möchte. Das da! Ich brauche große Blumen für die Deko. Und natürlich will ich auch die Rosen und die Lilies und wie auch immer sie alle heißen. Aber vorerst gebe ich mich mit Peonie natürlich auch zufrieden. Peonie, Pew Pew Pew, Pew Pew, PewDiePie, wie auch immer. Meine Vorstellung war nämlich, dass wir die hier dann so integrieren können. Und dann wirkt das nämlich echt ziemlich hübsch. Eventuell machen wir das Forschungszentrum oben auch nochmal anders. Ich habe da ein paar Ideen, gerade mit farbigem Beton, wie wir dann arbeiten können. Aber fürs Erste ist es gut, wie es ist. Und hier noch einmal den Blick von oben. Was war denn das bitte? Habt ihr den Knall auch gehört? Das hat sich alles andere als gesund angehört. Und das Funkgerät blinkt. Okay. Mayday? Mayday? Kann mich jemand hören? Ich bin mit einem Helikopter abgestürzt. Meine Koordinaten sind -270, 22, 700. Ich wiederhole, meine Koordinaten sind -270, 22, 700. Bitte kommen Sie schnell. Oh weia, das hört sich gar nicht gut an. Ich glaube, wir müssen da jemanden ratzfatz helfen. Okay, ich habe mich so weit wie möglich ausgerüstet. Wir nehmen mal den Bogen mit. Keine Ahnung, wo er uns hinlockt und wo wir da hin müssen. Ja, in Minecraft geht das. Ich lege mich in der Nacht schlafen. Neuer Tag, neues Glück. So, lasst uns checken, welche Koordinaten er gesagt hat. -270. Dann minus wird in die Richtung größer. Und die andere Koordinate war 700. Okay, wird in die Richtung größer. Sehr schön. Also müssen wir darüber laufen. Und natürlich können wir die ein oder andere Kleinigkeit nebenbei sicher erledigen. Wie zum Beispiel Blumen mitnehmen, die ich gerne für die Parkdeko hätte. Oh, und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ein weiteres Archäologencamp. Oh, hallo. Da kann man wieder jede Menge verkaufen bei ihm. Aber ich bin auf dem Weg. Naja, vielleicht einen kurzen Abstecher hier. Wenn sich dann hier schon Ausgrabungsmöglichkeiten befinden. Entschuldigung. Wir sind auf dem Weg, jemanden zu retten. Oh, ob ich mich ablenken habe lassen? Nein, nein, nein. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Sollten wir ziemlich nah dran sein. Oh, weia. Oh, schaut mal. Und da unten steht er. Ich, hallo. Ich komm runter. Oh. Ich habe nicht genug Pfeile, um hier die alle auszuschalten. Das ist eine echt dunkle Höhle. Wir müssen nur unbedingt die Spitzhacke im Auge behalten. Die ist jetzt fast kaputt. Wisst ihr was? Ich mache mir eine andere. Ich will die tatsächlich einfach weiterverwenden. Ich bin gleich da. Langsam aber sicher mache ich mir hier einen Weg nach unten. Ach du Schande, sind hier viele Monster. Das wird gar nicht lustig. Warum musste der mit seinem Helikopter auch unbedingt hier reinfallen? Er hätte doch auch irgendwo außerhalb hinfallen können. Nein, es musste hier in so eine dunkle Höhle sein. Hallo, hallo. Mensch, Maya, was ist denn hier passiert? Sie müssen Crocodile Andy sein. Gut, dass Sie mich so schnell gefunden haben. Ganz genau, der bin ich. Was ist passiert und wie geht's Ihnen? Ach, nichts. Das war alles so fast geplant. Also, Ihr Opa schickt mich mit den besten Grüßen und jeder Menge Gepäck. Ich bräuchte zuvor nur dringend eine Leiter hier hinaus. Dann bringe ich alles zum Forschungszentrum. Eine lange Leiter, ja? Okay. Ja, kümmere ich mich drum. Oh, und ich hatte schon ein paar kleine Versuche gewagt. Na, die sind mir hier ausgebüxt. Kannst du bitte unsere drei Edophosaurier einfangen? Okay. Dinosaurier. Und woran erkenne ich die? Ja, du wirst doch wohl einen Edophosaurus erkennen. Klar, natürlich. Ja, aber du wirst eine Leine brauchen. Irgendwo hier solltest du bestimmt auch eine finden. Okay, dann schaue ich mich mal um. Eine Leiter und die Edaphodingsbums einsammeln. Hab ich verstanden. Dann hat er gesagt, wir sollten irgendwo... Yes, sir. Neue Baumaterialien. Er sollte eine Leine finden. Hab eine Leine. Sehr schön. Und sogar noch was zu essen. Noch habe ich, danke. Und jetzt sollten wir diese Saurier finden. Oh Gott, jetzt geht's hier richtig los. Nacht und Höhle. Da ist noch eine Kiste und da ist irgendwo eine Hexe. Da ist eine Hexe. Okay, wenn wir schnell genug sind. Wir waren schnell genug. So, haben wir hier einen Saurus. Hallo? Oh, schaut mal. Edaphosaurier. Ich habe nur eine Leine dafür. Okay, dann eine nach dem anderen. Aber mit, du Kleiner. Die habe ich wahrscheinlich jetzt gerade mitten geweckt, wenn sie eigentlich schlafen wollen. Hilft nichts. Wir haben ein Ziel. Komm mit. So, und dann komm mal da. Du musst hier rein in die Transportbox. Okay, einer ist schon mal verstaut. Holen wir die nächsten. Drei Stück. Nummer zwei.
Habt ihr gesehen, wie knapp das gerade war? Ich will hier unbedingt raus. Oh Gott, Aufgabe abgeschlossen. Das war gar nicht so einfach, diese Dinger da reinzuschleppen. Na gut, dann hätten wir die schon mal geschafft. Müssen wir uns nur noch um die Leiter kümmern. Sticks und Leitern. 42 Stück sollten überall hinreichen. Dann holen wir mal den guten Kollegen da raus. So, Aufgabe erledigt. Leiter geht bis zu dem guten Josef runter. Und deine Dinos habe ich auch wieder eingefangen. Das sind ab sofort unsere Dinos. Alles klar, unsere Dinos. Wie geht's weiter? Wir treffen uns dann beim Labor. Soll ich dir nicht vielleicht beim Tragen helfen? Ach so, ja klar. Nimm gerne die Baumaterialien hier mit. Ich kümmere mich um unsere Kleinen hier. Ach gut, Gott sei Dank hast du das gesagt. Ich bin froh, dass ich die... Also einmal einspinnen hat mir gereicht. Du kümmerst dich um die, ich kümmere mich um die Rohstoffe. Das hört sich für mich äußerst vernünftig an. So, ich glaube, ich habe schon mal alles Wichtige jetzt drinnen. Die Kartoffeln hier mit, das Glas hätte ich auch noch gerne. Dann haben wir, glaube ich, alles Richtige eingepackt. Okay, der Rest bleibt hier. Wir können ja bei Gelegenheit wieder hier runterkommen, weil hier gibt es auch eine Menge Eisen. Josef, Professor Jainrich, wir sehen uns in der Forschungseinrichtung. Der Tag bricht an und wir sind zurück. Und wie es ausschaut, ist der Bursche auch schon da gewesen. Professor, was ist los? Oh nein, jetzt fällt es mir erst wieder ein. Mein ganzes Laborequipment ist bei der Landung kaputt gegangen. Landung? Du sprichst da von Landung oder meinst du das Unglück? Ja, oder so, schon gut. Ach, so ein Mist aber auch. Da müssen wir uns zeitnah um etwas Neues kümmern. Aber zuallererst solltest du das erste Dino-Gehege dieses Parks bauen. Und zwar für unsere drei kleinen Freunde hier. Also das mit deinem Equipment tut mir echt wahnsinnig leid. Aber die Aufgabe hört sich tatsächlich mega schön an. Ich mache mich direkt an die... Aber bedenke, die werden noch mindestens 2 Block lang, wenn nicht sogar 3. Die werden noch größer? Das habe ich bei Dinosauriern fast erwartet. Alles klar, ich mache das Gehege nicht zu klein. Vorher müssen wir einmal Inventar aufräumen und dann uns überlegen, wo wir loslegen. Was ich allerdings jetzt auch direkt noch als erstes machen möchte, ist einen Amboss. Ich möchte meine Ausrüstungsteile reparieren. Das ist bitter nötig. So. Und einmal die Schaufel. Und bei der Axt warten wir noch ein bisschen und hoffen, dass wir sie nicht zerstören. Schaut mal, wir haben hier irgendein Reinforced Glass. Ich vermute mal, das ist Glas, was nicht so leicht zu brechen ist. Das sollten wir höchstwahrscheinlich verwenden, wenn wir uns um die Dinos kümmern. Und wir sind nicht mehr allein in unserer Bude. Es ist zwar noch ein bisschen leer, weil der Bursche sein ganzes Laborequipment verloren hat, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit füllen. Da kümmern wir uns dann demnächst entspannt drum. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir unser allererstes Dino-Gehege errichten. Darüber habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Also es wird auf alle Fälle einen Weg von hier oben runter geben. Und da steht natürlich jetzt die Transportbox mitten im Weg. Aber ich denke, irgendwie in diese Richtung hier würde ich gerne nach unten. Das heißt, hier wird es einen Weg rauf geben. Ob wir den 4 breit machen, das bezweifle ich schon sehr. Der führt hier rauf. Ich glaube, den bauen wir jetzt als allererstes. Und dann setzen wir auch das kleine Gehege direkt hier hin, oder? Nicht zu groß, nicht zu klein. 2-3 Meter hieß es, wird das Ding. Dann muss es auch nicht unglaublich riesig sein, denke ich. Ich kann wieder schlafen und wir haben da ein kleines Problem. Schaut mal, die werden immer größer. Oh weia, und ich glaube, die leiden da schon. Wir müssen da schnell... Oh weia, wir haben da ein Problem. Ich glaube, wir haben da ein gehöriges Problem. Ja, die sind sauer auf mich, weil sie Hunger haben. Ich verstehe das. Ich versuche, das Problem irgendwie zu lösen. Ich habe das befürchtet. Ich hatte gehofft, ich bin schnell genug. Wichtig ist, dass sie nicht draufgegangen sind. Das wäre viel ärgerlicher gewesen. So, die Leine habe ich. Jetzt wird es nur spannend, wie wir da einen dann rausbekommen. Ja, ist ja gut. Ihr dürft ja gleich in euer Gehege. Nachdem der stinkig auf mich ist, kommt er sogar freiwillig hinterher. Komm, hier gibt's ganz viel Futter. Oh, raus. So. Oh, was der für eine Reichweite hat im Angriff. Okay, holen wir die Kollegen. Okay, wir haben wieder einen isoliert. Und aus irgendeinem Grund ist der hier ausgebüxt. Ich habe da was falsch gemacht, wie es ausschaut. Ja, da kann man raus. Wie dumm ist das denn bitte? Aber der ist schon nicht mehr feindlich gesinnt. So, mal kurz so zugebaut. Schau, wir sind wieder Freunde. Puh, komm. Ich bin so froh, dass der Professor am Anfang nicht einen Tyrannosaurus gezüchtet hat. So, jetzt der letzte Kollege. Sind wir wieder Freunde? Ja, bin ich ein Feiner. Ich bin kein Feiner, ich weiß schon. Ich muss mich ein bisschen besser um euch kümmern. Wir haben unsere allerersten 3 Dinos im Gehege.
Jetzt zeige ich euch nochmal kurz das Gehege. Eine Umrandung, wo sie jetzt nicht mehr raus können. Und dann noch eine wunderschöne Ecke. Und dann haben wir hier Glasscheiben für Besucher oder andere Forschende, die dann hier die Tierart beobachten können. Ich hoffe, dass sie das Glas nicht kaputt machen. Vorerst lassen wir die Türen hier zu, bis wir wissen, ob sie das Glas zerstören. Wenn ja, müssen wir Sicherheitsglas einbauen. Fürs Erste ist das, denke ich mal, in Ordnung. Zum Füttern muss ich immer schauen, dass hier genug Pflanzen wachsen. Dafür brauche ich Knochenmehl. Und dann geht es ihnen gut. Und sie sind auch nicht sauer auf mich. Und somit haben wir unsere allererste Tierart im Dino-Park. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht zu liken. Wenn ihr es verpassen wollt, abonniert gerne. Macht es gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!